Hallo, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, wie heute ein Video, ganz anderes Setting, was ist da los? Wisst ihr was? Ich habe gesehen, dass ich über 100 Videos habe und dachte, es ist eine gute Gelegenheit, euch mal ein bisschen was darüber zu erzählen, wie es eigentlich hinter den Kulissen von meinem YouTube-Kanal aussieht. Ich bin Marie, für alle die, die das erste Mal hier sind. Ja, und ich habe angefangen, zu meinem Hintergrund habe ich euch schon viel gesagt, aber ich habe angefangen, einen Blog zu erstellen. Und das vor über 3 Jahren und dachte dabei dann, hey, ich könnte doch auch mal ein YouTube-Video erstellen, einfach um mein Wissen mit euch zu teilen. Das habe ich gemacht und wenn ihr euch das mal genau anschaut, dann werdet ihr sogar sehen, dass ich bei den ersten Videos, die ich so gemacht habe, eigentlich gar nicht zu sehen gewesen bin. Also das heißt, ich habe viel mit Bildern gearbeitet und war da eher so hinter der Kamera und hatte da auch, wie gesagt, ab und zu mal so ein Video hochgeladen. Und aufgrund des wirklich positiven Feedbacks dann aber in der Zeit, ne, viele Leute haben sich die Videos angeschaut, vielen haben sie geholfen, viele sind auch wirklich dabei geblieben und da habe ich gedacht, hey, wisst ihr was, ich gehe jetzt vor die Kamera und ich mache wöchentlich ein Video. Und das war im März 2018, das ist auch schon eine ganze Zeit lang her. Und wenn ihr euch mal anschaut, werdet ihr sehen, dass seitdem wirklich jeden Samstag ein Video von mir online gegangen ist. Und ja, ihr habt vielleicht auch gemerkt, es war nicht immer einfach. Es gab Tage, an denen war es so heiß, dass ich fast zerflossen bin vor Hitze. Ich sage euch das manchmal auch am Ende meiner Videos, wenn es gerade zum Beispiel so heiß ist. Oder ich erinnere mich auch noch, ich bin aus dem Skiurlaub wieder gekommen und war verdammt krank. Aber ich wollte unbedingt in der Woche ein Video drehen. Das habe ich dann auch gemacht, um es Samstag online zu stellen. Ja, aber die Frage ist ja auch so ein bisschen, wie entsteht eigentlich so ein Video? Ja, so ein Video, manche denken, ja, ist doch total easy. Stell einfach eine Kamera auf, mach mal einen Rechner an und dann starte ich. Es gibt Leute, die machen das, auch sehr erfolgreich, es ist deren Format. Es ist aber nicht mein Format, denn ich mache eher etwas längere Videos und mir ist es wichtig, wirklich qualitativ guten Content euch zur Verfügung zu stellen. Und das ist natürlich auch viel Arbeit, was mir aber auch echt Spaß macht. Das heißt, ich muss viel recherchieren, viel lesen. Viele Sachen habe ich auch aus den USA, das heißt, ich übersetze Sachen auch. Ja, und da kann es auch mal leicht ein paar Stunden dauern. Auch mal leicht über 6 Stunden, so ein Skript, ein Konzept für so ein Video zu schreiben. Ja, und so ein Drehtag, wie sieht der dann eigentlich aus? Das ist auch, mal geht es schneller, mal dauert es etwas länger, aber es ist auch so, hat so eine Abfolge, ne, dass man auch erstmal guckt, als allererstes, was ziehe ich eigentlich an? Ja gut, okay, da bin ich eine Frau, ihr habt vielleicht auch gesehen, ich mag Mode echt gerne. Also gucke ich erstmal, was ziehe ich eigentlich an? Dann, ja, schminken. Dann das Thema Ausleuchtung, Kamera, Ton, diese ganzen Puzzle-Elemente sozusagen. Und dann kann man starten. Hi, ich bin Marie. Ja, und dann dreht man so ein Video. Und auch da können manchmal Dinge passieren. Ich habe es auch schon mal gehabt. Dann habe ich ein Video gedreht, dachte, boah, das ist jetzt ganz gut geworden, bin ich zufrieden mit. Ja, leider war nach der Hälfte der Ton ausgefallen, also muss man es nochmal drehen. Aber ich nehme sowas immer mit einem Lächeln, so ist das eben. Und ja, dann ist natürlich die ganze Nacharbeit. Das heißt, man muss wirklich ja, das Ganze schneiden irgendwie auch. Ne? Man lädt es dann auch hoch. Dann im Hintergrund gibt es noch einiges zu tun. Dann meine ganzen Social-Media-Kanäle. Auch da sage ich Bescheid, dass mein neues Video online gegangen ist. Und auf meinem Blog schreibe ich ja auch immer noch regelmäßig Artikel. Und auch da weise ich natürlich auch auf mein Video hin. Ihr merkt auch, bei mir entwickelt sich der Kanal auch immer weiter. Ich finde es auch total wichtig, da dynamisch zu bleiben und auch nicht stehen zu bleiben. Auf meinem Weg ist auch immer viel passiert. Dann gab es auch den einen oder anderen, der sich dachte, ach, die Marie hat ein spannendes Format. Das kann ich ja eigentlich fast genauso machen. Und ja, probiert haben es einige. Aber ihr merkt auch, bei mir steckt wirklich viel Herzblut dahinter. Und da ist es einfach auch wichtig, ja, sein eigenes Format, so wie ich das habe, eben zu finden. Ja, und dann gibt es natürlich einen ganz wichtigen Teil meines Kanals und das ist meine Community. Das seit mir jetzt schon auch länger meinem Kanal folgt, einfach auch ihr, die, denen ich auch nochmal Danke sagen möchte, die sehr viel auch kommentieren, die sehr viel schreiben und ja, diese Kommentare schaue ich mir auch immer an, lese ich mir alle durch. Und zwar sage ich immer so meinen Kommentar Montagmorgen, den gibt es immer. Das heißt, Montagmorgens nehme ich mir die Zeit,
schaue mir die an, beantworte eure Fragen dort auch. Es gibt dort sehr, sehr viele Kommentare, die auch sehr bewegend sind. Und es gibt aber auch viele, die mir schreiben, sich bedanken, denen es einfach sehr hilft, auch was ich an Content euch zur Verfügung stelle. Und das ist einfach auch schön, das zu sehen, euch auf so einem Weg auch zu begleiten. Ja, und dann ist es auch so, dass ich auch telefonische Beratung anbiete. Auch das ist Teil meiner Arbeit. Das heißt, unter der Woche habe ich immer verschiedene freie Termine. Manchmal biete ich Termine morgens an, manchmal auch ganz spät. Einfach für diejenigen, die auch berufstätig sind. Ja, und da können wir dann auch immer, das machen wir auch, eure noch offenen Fragen, Sachen, die euch vielleicht auch bedrücken, belasten, die wir da einfach auch besprechen, gucken, welche Lösung gibt es da einfach auch. Und es ist einfach schön zu sehen, dass ihr da auch mit neuen Ideen, Inspirationen aus diesen Gesprächen rausgeht. Doch einige, die dann auch öfter mit mir sprechen einfach und wo ich mich dann auch freue, dass sie ihre Entwicklung irgendwie so nehmen und ihren Weg gehen und ich sie dabei begleiten kann. Ja, meine Lieben, das war so ein kleiner Blick jetzt hinter die Kulissen. Ja, wenn es nach mir geht, können wir gerne bei der Videoanzahl noch eine 0 hinten dran hängen. Aber wir könnten ja erstmal starten mit vielleicht 110. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr nächsten Samstag wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann, ciao!